Sie sich. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Das sollte genügen. Suchen wir Nadja und die anderen. Wir können jetzt nicht einfach gehen. Ihr müsst. Nehmt die anderen und verschwindet. Mit ein paar Sith komme ich klar. Das kann ich bestätigen. Der Macht sei Dank. Das ist der Basentor, Sarios. Die Schergen des Imperiums haben keine Chance mehr. Es geht nicht um euch. Wenn die Imperialen einen einzigen Treffer auf D9 landen, bevor er fertig ist, verlieren wir alles. Was meint ihr damit? Unsere ganzen Daten. Wir haben in radioaktivem Ödland Lebensmittel angebaut. Was wir gelernt haben, könnte die landwirtschaftlichen Erträge in der gesamten Republik vergrößern. Stellt euch nur vor, wie viele Leute wir ernähren könnten. Wir kümmern uns darum, Sarios. Aber ihr müsst euch auf den Weg zu den Fähren machen und alle an Bord bringen. Je schneller, desto besser. Das kann nicht der einzige Ort sein, an dem Daten gespeichert werden. Könnt ihr nicht einfach eine Kopie aus den Datenbanken der Kolonie ziehen? Unsere Computersysteme sind völlig durcheinander. Ich weiß nicht, ob das durch die imperialen Störsender kommt oder von etwas anderem. Das hier ist das einzige funktionierende Terminal. Vielleicht unsere einzige Chance. Imperiale! Sie nähern sich schnell! Beeilung, Sarios! Ich werde es nicht nochmal sagen! Okay, okay. Los jetzt. Thank you.
allen gut? Uns ja. Ich bin froh, dass wir Sarios und die anderen hier rausgeholt haben. Das war schon ein bisschen spannend. D9, hast du die Dateien? Bringt das sofort zurück zur Kolonie, Nadja. Sorgt dafür, dass die Republik eine Kopie erhält. Natürlich. Ich werde das Sarios noch ewig unter die Nase reiben. Apropos, ich sollte ihn und die anderen Crews finden und dafür sorgen, dass sie sicher wieder zur Kolonie zurückkehren. Es war schön, wieder an eurer Seite zu kämpfen. Wir sehen uns bei den Fähren. Möge die Macht mit euch sein, Nadja. Wir sehen uns bald. Wir sollten schnell zu der alten Bibliothek. Wenn sie nur für ein paar Farmen eine solche Streitmacht schicken, ist nicht auszudenken, wie viele Truppen sie dorthin geschickt haben. Geht es euch gut, Tau? Möchtet ihr über irgendetwas sprechen? Das war kein Haufen hirnloser Monster. Nicht wie die Geonosianer. Aber gegen sie zu kämpfen, sie zu töten, fühlte sich nicht viel anders an. Sie kamen her, um Leute zu töten. Aus keinem anderen Grund. In meinen Augen waren sie Monster. Vielleicht ist es so. Los, gehen wir. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Thank you.
geht's los! Etwas? Irgendwas? Irgendwo? Wo? Wo? Waffe fallen lassen. Sofort. Was für ein Chaos! Es ist immer so ein Chaos mit ihm. Wo ist Nostural? Was habt ihr mit ihm gemacht? Was? Oh, der Jedi. Da drüben, irgendwo. Aber ihr seid zu spät, um ihm zu helfen, glaube ich. Falsche Antwort. Das ist eure letzte Chance, Sith. Ergebt euch. Lästige, Ignorante. Ihr sprecht mit Darth Malora vom Rat der Sith. Und eure Störungen werden jetzt ein Ende haben. Sterbt und seid still, Narren. Diese Mutanten sind irgendwie anders. Passt auf! Oh.
Narren! Ignorante Narren! Er lebt. Am seidenen Faden, aber er lebt. Wirklich? Lord Malgus ist auch nicht mehr, was er mal war. Malgus? Oh ja, das ist alles sein Werk. Ich würde niemals eine Bibliothek derart verwüsten, selbst wenn sie den Jedi gehört. Malgus hat meine gesamte Operation an sich gerissen. Ein wahres Ballett der Raubtier-Evolution wurde für die prügelnden Fäuste eines Kleinkindes verworfen. Das ist unmöglich. Malgus ist tot. Ich war dort. Offenbar hättet ihr gründlicher sein müssen. Malgus lebt. Hier, auf diesem Planeten. Obwohl einsatzfähig treffender wäre. Eine Maschine, die die Überreste eines ausgetrockneten Sith-Lords zusammenhält, kann man wohl kaum lebendig nennen. Das Leben ist unbeständiger, anpassungsfähiger. Zu echten Veränderungen imstande und zu wahrer Stärke. Die Macht ist Leben und nur Leben kann die ganze Tiefe der Macht beherrschen. Haltet die Klappe! Malgus hin oder her, wir müssen den alten Herrn zurück zur Kolonie bringen. Sofort. Wir werden einen Weg finden, ihn sicher zu transportieren und uns direkt auf den Weg zur Kolonie machen. Das Ausgrabungsteam hat Schwebeschlitten benutzt, als sie hier drin gearbeitet haben. Suchen wir einen und tragen ihn damit. Euch ist klar, dass Malgus unterwegs ist, um eure Kolonie niederzubrennen, ja? Er könnte wohl kaum behaupten, meine Arbeit zu Ende gebracht zu haben, wenn er sie in Frieden lassen würde. Das sind sie dann wohl. 30 Sekunden bis zum Ziel, mein Lord. Feindliche Jäger! Ausweichmanöver! Habala, ja, Kahupata, Sejizure, Hapapa. Das sind Jäger der Republik. Sie haben's geschafft. Sie haben's wirklich geschafft. Guten Tag, Commander. Ihr fragt? Keine Sorge. Ich habe Tee mitgebracht. Perfektes Timing, General. Wir können euch nicht genug danken. Ich wünschte nur, wir hätten eher hier sein können. Könnt ihr Sanitäter zu unserem Standort bringen? Wir haben hier Schwerverletzte. Sofort. Wir evakuieren alle in die Kolonie. Medizinische Teams und Helfer sind unterwegs. Der Ruhm, Ende. Ich gehe dann mal. Ich habe euch nicht erlaubt, euch zu entfernen. Mich gefangen zu nehmen, ist eine Verschwendung von Zeit und Personal. Ihr braucht beides, um die Verletzten zu behandeln, wie euren Freund dort. Ich bin die Umstände sicherlich nicht wert. Ich glaube, eine Gefangene wie ihr könnte uns viele interessante Dinge über Malgus und die Pläne des Imperiums erzählen. Oh, wie ermüdend! Der Notrufe konnten wir die Evakuierungsfähren einsammeln, bevor das Imperium eigene Bergungsteams schicken konnte. Das ist eine große Erleichterung. Wir können euch nicht genug danken, General. Ich helfe immer gerne. Alle Evakuierten werden sicher in republikanischen Raum gebracht.
Ich kenne einige Siedlungen auf Tanab, die Bedarf an guten Farmern haben, falls Interesse besteht. Werdet ihr genug Truppen hier lassen, um imperiale Verstärkungen abzuwehren? Wir werden hier einen Front-Horchposten einrichten und den Perimeter der Kolonie sichern. Aber mehr kann ich nicht erübrigen. Die imperialen Linien liegen zu nah, um eine ganze Garnison zu riskieren. Apropos Farmen. Ich habe eure Daten bereits an jemanden in der Landwirtschaftsverwaltung weitergeleitet, den ich kenne. Ein echter Shatesh-Profi. Man sagte mir, die Informationen von euren Farmen könnten unsere gesamte Logistikstruktur revolutionieren. Dank euren Bemühungen können wir vielleicht unzählige Millionen ernähren. Schön, dass ich helfen konnte. Ist es möglich, dass eure Jäger Malgus bei ihrem Angriff erwischt haben? Möglich schon, aber vermutlich nur Wunschdenken. Darth Malgus zurück an der Front. Das ist ein finsterer Tag für die Republik. Diesmal konnten wir ihn überraschen. Doch ich bezweifle, dass wir nochmal so viel Glück haben werden. Wir haben Malgus schon einmal besiegt. Wir können es wieder schaffen. Mit eurer Hilfe glaube ich das auch. Geht es ihm gut? Hat er es geschafft? Nosturals Wunden waren schwer. Kauterisierte Perforation der oberen Herzkammer, Augenschädigungen durch Einwirkung von Sauerstoff, katastrophaler Schaden an den Muskeln und Nerven im linken Unterarm. Glücklicherweise wurde er vom brillantesten, begabtesten und bestaussehenden Doktor in der ganzen Galaxis behandelt. Also wird er es schaffen. Das höre ich gern. Gute Arbeit, Doc. Muss noch jemand zusammengepflegt werden? Ich bin gerade in Schwung. Danke, Doc. Das meine ich ernst. Das ist mein Job. Die Soldaten durchsuchen immer noch die größten Trümmerhaufen der Bibliothek. Toril, Rana und sie werden immer noch vermisst und ich kann sie nicht fühlen. Damit sind es dann 15. Ich melde mich wieder, sobald ich den Schutt fortgeräumt habe. Der alte Herr hat uns zu Recht hierher gebracht. Wir brauchten diese Zeit zur Heilung. Und um uns daran zu erinnern, was uns zur Jedi macht. Wir haben uns lange genug versteckt. Das Böse der Sith endet nicht, nur weil wir nicht mehr da sind, um uns ihnen entgegenzustellen. Ganz im Gegenteil. Ich bin keine Meisterin. Ich kann nicht für den Orden sprechen. Aber eins weiß ich. Die Republik braucht die Hilfe der Jedi. Also lasst mich die Erste sein, die sich freiwillig meldet. Ich fühle mich zutiefst geehrt. Ich werde auf meinem Flaggschiff ein Quartier für jeden Jedi vorbereiten, der euch begleiten möchte. Wir haben bereits gepackt. Und ich denke, dass dies letztendlich ein weitaus würdigeres Ziel sein wird. Commander, danke. Ohne euch wäre dies ein sehr viel dunklerer Tag für uns alle geworden. Ich bin froh, dass ich hier sein konnte, Tau. Ein Wiedersehen mit den Jedi war schon lange überfällig. Mit euch an unserer Seite wird die Zukunft der Jedi sicher strahlend. Möge die Macht mit euch sein. Im Morgengrauen erwachten die Sel und sahen die Towns auf dem hohen Ort und hatten Angst. Denn die Morgensonne funkelte auf Helmen und Waffen, sodass sich Phantomkrieger aus Blendwerk in der Ferne erhoben. Doch die Klügsten unter ihnen ließen sich nicht täuschen. Das Imperium dachte, sie könnten dies in einen großen Erstschlag in ihrem neuen Krieg gegen uns verwandeln. Sie hofften, die Jedi zu vernichten. Uns mit Angst zu zerstören, bevor wir uns ihnen überhaupt im Kampf stellen konnten. Dank euch ist ihnen das nicht gelungen. Die Jedi haben ihr Bündnis mit der Republik wieder erneuert. Unsere Leute haben gesehen, dass die Sith verwundbar sind, wenn wir zusammenhalten. Dieser Krieg wird düster, brutal und bösartig.
Aber wir werden uns gemeinsam gegen die Finsternis stellen. Und gemeinsam werden wir siegen.